Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fortnite Rette die Welt. Wir machen jetzt mal einen Hauptauftrag und zwar Reiter auf dem Blitz. Schauen. Starte Mission. Verbindung zur Lobby wird vorbereitet. So, wir machen einfach mal nur, damit wir mal einen anderen auswählen. Nehmen wir uns jetzt mal den hier auswählen. Okay. Begutachten, Helden suchen? Ne. Okay. Gadgets haben wir nicht. Und wir starten auch gleich das Spiel. Mal gucken, was wir hier so finden können. Also Lars finden, die suche die Zone und finde Lars. Lars kann uns genaue Daten über den Sturm liefern, aber zuerst müssen wir ihm ein bisschen helfen. Befestigung und Verteidigung halte in jeder Phase Angreifer, bla bla bla. Wie ist deine Position, Lars? Häng gerade in meinem Labor ab und mach ein paar bahnbrechende Entdeckungen. Wir finden dich. Oh crazy, also, was haben deine Forschungen ergeben? Nur Störgeräusche. Das sind einfach zu viele Interferenzen. Wem sagst du das? Alles bis 3000 Gigahertz. Das ist totale Chaos. Ganz genau. Und von UHF fange ich gar nicht erst an. Oh, die Ultrahochfrequenzen drehen durch. Da fragt man sich, wo ist die Ionosphäre? Ich hab genau das Gleiche gesagt. Sieh an, hätte nicht gedacht, dass wir so ein gutes Team sind. Es ist eigentlich kein Team. Es dreht sich mehr um mich und den Kommandanten. Nimm's nicht persönlich, es ist nur so. So war's schon immer. Der Kommandant und Ray, Seite an Seite, retten die Welt. Schon gut, kleiner Roboter, ich hab's kapiert. Aber du kriegst dich wieder, oder? Wir haben jetzt übrigens, das habe ich aber offline gemacht, also ohne den Dings. Wir haben jetzt die Fähigkeit, ein bisschen mehr Schaden machen, wenn wir halt einfach dann die Fläche treffen. Um die Schwachstelle herauszufinden von dem Gegenstand, den wir zerstören. Okay, wir durchsuchen jetzt einfach mal hier und gucken, ob wir den Typen finden. Lokalisiere Lars. Farm halt erstmal ein kleines bisschen. Oh, hier ist er. Wow. Ich wusste gar nicht, dass die auch random einfach hier rumrennen. So, mal gucken. Aber da oben schläft irgendwas. Das ist auch so ein Monster, oder? Ja. Wow! Was machst du denn hier, Freundchen? Okay, das war ja erstmal jetzt relativ easy peasy, oder? Was hat das jetzt gemacht? Nur Entdecker können sich die Stärke der Frage nehmen. Wir hören hier Musik, Leute, oder ist das von dem Ding?
Hier ist es immer lauter. Hier wird es leiser. Einfach mal ein bisschen Action, oder? Woher kommt die Musik? Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Lars, der sah ja auch so ein bisschen rockig aus, dass der hier irgendwie... Guck mal da, oder? Der sieht für mich wie Lars aus. Ja, Leute. Also, was denkst du? Ich glaube, es ist ein Bus, Lars. Hey, das ist ein hochmodernes mobiles Sturmanalyselabor. Und gleichzeitig ein Bus. Mit dem Fahrrad. Ja, kann beides sein. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir eine bessere Antenne besorgen? Ich komme nicht in den Sturm hinein, wenn die Höhlen die ganze Zeit meinen Bus belagern. Also gut, Lars. Wir haben eine Idee. Ich habe den Busantriebsapparat vorbereitet. Setz ihn ein, sobald du bereit bist, Kommandant. Wow. Wird das den Bus in der Luft halten können? Das finden wir schon noch raus. Gut genug für mich. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Okay. Aber wo? Wo muss ich das hinzufügen? Da unten, oder? Sturmdaten wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Oh, jetzt kommt es aber schon von vielen Seiten. Das ist ja crazy. War ich ein bisschen groß, oder? Ich nicht bauen. Frage ist, von wo kommen die dann nun tatsächlich, ne? Wie wär's mit? Jetzt haben wir natürlich. Ja, scheiße, wir haben davor unsere ganzen Fallen verbraucht. Ah. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch welche herstellen, ne? Ein Bodenfallen. Deckenzapper, okay. Ne, da fehlt uns das. Oh, da haben wir da vorher richtig rausgehauen. Ganz viele Fallen, die wir gar nicht benötigt haben. Oh, das war natürlich Todes. Mega Fail. Ich würde. Einfach hier eine hinlegen. Hier eine hinlegen. Bauen wir mal ab hier, damit wir ein bisschen Vision haben. Ich glaube, dass diese Viecher auch so ein bisschen doof sind und
Ich hoffe einfach, dass die nur dann auf diese Flächen gehen werden. So, dann machen wir das nämlich so. Hier vielleicht erstmal nicht so schnell rankommen. Dann soll sie da von vorne rauf. Haben wir noch eine? Ja. Dann bauen wir uns auch kein Holz mehr. Ah, die kann ich nicht bauen wegen dem Ding. Ne, da machen wir es anders. Warte mal. So können wir dann in jede Richtung eigentlich wirken und im Zweifel müssen wir einfach nochmal ein bisschen nachsteuern. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, Leute. Verteidige den Bus. Okay, da kommen viele. Okay, wow. Schild hat sich schon gereicht. Wir sehen halt der roten Punkte, von wo sie kommen. Oh ja, oh, da hinten ist noch einer. Ey. Hier muss ich nochmal nachjustieren. Oh, andere Seite. Die Karte ist recht hilfreich, um zu gucken, von wo die kommen. Das ist schwer zu verteidigen, wenn die von allen Seiten kommen. Gute Arbeit, Team. Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Blue Glow
hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Kommt da noch mehr? Ich habe nämlich gar keine Munition mehr, die ich herstellen kann. Oder ich muss noch ein bisschen skilliger schießen. Boah, der Baum stirbt. Ich dachte, dass das jetzt hier oben vielleicht ist. Ja, da. Ist die auch oft durchgekommen, ne? Bauen wir hier mal noch hin? Hier waren sie eigentlich kaum dran, ne? Hier waren sie auch häufig so. Okay. Da will ich sie eigentlich hier reinlocken. Alles klar. Wenn ihr nicht rüberklettern, oder? Wo ist jetzt passiert? Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Irgendwie Schiss, dass ich jetzt nicht schaffe. Wir machen es einfach. Oh doch, es kommen echt noch mehr. Wir haben einen Bonus im Spiel. Nö. Ich bewundere deinen Enthusiasmus. Erledigt. Lass unsere Festung in Ruhe. Achso. Okay, hier sind welche. Unmöglich. Also hier sind die echt gerne. Das habe ich irgendwie nicht so geschickt gebaut. Oder jetzt kommen wieder drei. Ihr Mistviecher! Was mich auch interessieren würde, Leute, ist, wird es schwerer im Multiplayer-Modus? Also habe ich jetzt noch ein paar Mates dabei, kommen dann mehr? Mehr Gegner oder so? Das so? Oh fuck. Geht leider nicht.
Scheiße. Nur noch 30 Sekunden. Ja. Sie kommen. Was ist der Ninja hier? Ach du Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ich komme. Komm schon, Gas, Digga. Countdown läuft. 3, 2, 1. Boom. Bonusherausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Also das war etwas anspruchsvoller. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das muss einfach mit einer Airbrush-Pistole auf Sand verewigt werden. Gute Reise, Lars. Möge der König des Olymp seine Schritte lenken. Das macht er immer. Sehr nice, Leute. Nächste Mission geschafft. Ja, Leute, ich muss auf jeden Fall noch lernen. Das ist dann meine Bautechnik, die hat auf jeden Fall zu wünschen übrig gelassen. Da waren noch so ein paar Sachen, wo ich sage, oh Mann, das kann man bestimmt besser machen. Weil ich auch noch nicht genau weiß, wie funktionieren die Zombies, wo gehen die hin. Und so weiter. Aber den Ton. Oh. Hat für eine gute Truhe gereicht, ne? Sehr cool, die machen wir noch zusammen auf. Okay. Mal gucken, was da drin ist. Bin sehr gespannt. Cooler Stuff, vielleicht eine neue geile Skizze. Wir müssen uns auch mal noch ein paar neue Waffen erstellen und so. Okay, wieder XP-Bonus und diese Waffen. Ray, hier bei deinem Schild gibt es einige unerwartete Wolkenphänomene. Ich glaube, es destabilisiert den Sturm. Solange das Teil läuft, solltest du die nähere Umgebung auskundschaften können. Puh, da kommt mir eine Idee. Da kommt auch mir eine Idee. Das ist kein Wettbewerb, Lars. Na gut, kleiner Roboter. Du gehst als Erster. Okay, was haben wir denn da? Handgefertigtes iPad. Okay. Aber Schwert ist nicht so cool. Wenn der Sturmschild wirklich den Sturm stört und der Schild immer stärker wird... Je weiter wir uns rauswagen, desto mehr Überlebende können wir retten. Es gibt da vielleicht ein Problem, aber darüber sprechen wir, wenn du am Außenposten bist. Okay, alles klar. Leute, also wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne ein paar Tipps in die Kommentare reinschreiben, damit ich dann weiß, wie ich es besser machen kann in Zukunft. Wir sehen uns im nächsten Part von Fortnite. Rettet die Welt mit mir in dem 4-Scream. Haut rein, bis dann, bye bye.